Hallo Leute, was geht? Willkommen zu dem kleinen Infovideo. Das ist noch ein kleines Infovideo, habt ihr schon gemerkt. Ich habe jetzt wieder mit Tomodachi Live angefangen. Ja, das Ganze nicht ohne Grund, denn ihr könnt mir eure Mies sehr gerne zuschicken, wenn ihr bei dem Let's Play dafür dabei sein wollt. So sieht es nämlich aus, ihr habt ganz richtig gehört. Ihr könnt mir eure Mies schicken. Das zeige ich euch einfach mal, wie das Ganze funktioniert und wie eben ihr eure Mies zicken könnt. Dafür öffnet ihr einmal den Mii-Maker. Und wenn ihr jetzt den Mii-Maker wählt, könnt ihr unten auf QR-Code und Bilder klicken. Und da kann man einmal Mii als QR-Code speichern. Und dann wählt ihr jetzt eure Mii aus. Beispiel hier, das ist mein Mii. Klickt auf OK. Und dann wird ein QR-Code erstellt. Und dieser QR-Code, der jetzt erstellt wird, das ist da hier oben rechts. Der kann jetzt auf der SD-Karte gespeichert werden. Und wenn ihr mit diesem QR-Code, der auf eurer SD-Karte gespeichert ist, dann ladet ihr es dann zum Beispiel auf euren Computer runter. Und dann könnt ihr mir diesen QR-Code zuschicken. Und wenn ihr mir diesen QR-Code zuschickt, per Discord zum Beispiel, kann ich eben dann das Mii in Tomodachi Live einfügen. Und dann kann es, ja, zusammen eben mit euch spielen. So funktioniert das und das ist, by the way, mein Code, den, und das Ganze zeige ich euch auch nochmal, wo ihr euren Code dann letztendlich finden könnt. Wie gesagt, entweder tut einfach eure, SD-Card in euren, PC ranziehen. Könnt aber auch einfach in die Kamera-App gehen, weil da könnt ihr nämlich euren QR-Code betrachten. So, darüber könnt ihr mir zwar nicht schicken, aber ihr könnt euch so anschauen. Und dann sehen wir uns gleich einmal selbst. Ah ne, jetzt ist die Kamera hinten an, das könnt ihr mal ein wildes Setup hier sehen mit der U-Bahn-Kamera. So eine kleine Roomtour, ne? Da ist der Bildschirmwurst immer sock, gut ist die Qualität auch nicht, und klein ist es auch. Und da seht ihr jetzt mein Aufnahmeprogramm. So, ich würde eigentlich jetzt nur auf Fotos und Videos gehen. Und dann, nee, ist der QR-Code nicht mal doch eins hier drauf, oder was sehen hier gar nicht. Aber hier sehe ich mal einen anderen QR-Code. Einen zum Beispiel, den ich mal 2019 aufgenommen habe, wurscht. So von der Art her funktioniert das Ganze. Ihr könnt ja auch dann die ganzen alten Bilder sehen, die wir damals gemacht haben in diesem Display. Waren doch schon sehr viele. War das jetzt immer mein? Ja, hier ist auch Animal Crossing drin. Also dazu kann ich auch schon mal sagen, gefreut aus, liebe Leute. Mehr verrate ich, da war noch nichts. So, aber das soll eben um das Tomodachi Live ein ganz kleines, kurzes, schnelles Klärvideo gehen, was es damit eben auf sich hat, und das habe ich jetzt an dieser Stelle gemacht. Ihr wisst Bescheid. Mich würde es freuen, wenn ich viele, viele Mies von euch das jetzt auch erhalten würde, denn umso mehr Bewohner wir haben, umso schöner ist es. Das erste jetzt mit denen weiter, die auch damals im Display eben, wie gesagt, in ihren Mies eingesteckt haben. Wenn ihr das wollt, gerne machen. Mich würde es freuen, wenn ihr Interesse daran habt, gerne auch mal ab damit in die Kommentare. Dann weiß ich mal Bescheid. Mich würde es freuen, und sage ich danke fürs Zusehen, macht's gut. Und ciao!